Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ja, ich bin schlimm. Ich muss gerade ein paar Sachen sagen. Dauert nicht lange. Gibt ein paar Änderungen. Und zwar, also zum einen, ich bin schlimm, weil jetzt der vierte Tag in Folge, wo ich aufnehme. Ich kann einfach nicht aufhören. So, hinzu kommt noch, ab sofort werde ich die Folgen anmoderieren, logisch, nicht so wie sonst nur die Aufnahme, sondern jede Folge neu anmoderieren. Dementsprechend werde ich auch jede Folge abmoderieren. Dafür läuft jetzt ein Timer hier mit, der so ungefähr bei 30 Minuten, wenn ich das im Blick habe, mir dann Bescheid gibt. Kollege, 30 Minuten voll, hör mal auf jetzt. Dann wird die jeweilige Folge beendet. Dann mache ich eine ganz kleine Pause, beziehungsweise halt ganz kurz die Fresse. Und dann fängt die nächste Folge an. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weil ich jetzt hier jetzt mal was zum Abschied sage. Und das mache ich, weil zum einen bietet sich das bei so einem Spiel hier tatsächlich an. Und zum anderen macht es das Schneiden etwas einfacher, wenn du, sag ich mal, 10 Stunden Aufnahmen hast. Dann geht das ein bisschen fixer mit dem Schneiden. Als wenn du da lange irgendwo einen passenden Punkt suchen musst bei circa 30 Minuten. So habe ich das besser. Also zum nächsten kann ich dann auch instant Folgentitel vergeben. Für die jeweilige Folge, die ich gerade aufgenommen habe. Weil ich habe jetzt insgesamt schon um die knapp 30 Stunden aufgenommen in den letzten 3 Tagen und habe die erste Aufnahme immer noch nicht ganz verwurstet. Habe also dementsprechend die zweite und dritte noch nicht geschnitten. Die Folgen sind noch nicht benannt, keine Thumbnails, nichts. So macht es das ein bisschen einfacher für mich. Zumindest mit den Folgentiteln. Weil wenn ich dazu komme, jetzt die dritte Aufnahme von gestern zu schneiden, dann ist ungefähr in 3 Wochen oder so, dann weiß ich nichts mehr, was ich gemacht habe. So ist das ein bisschen einfacher. Dann ist mir aufgefallen, es könnte sein, dass ihr ein Echo in den letzten, keine Ahnung, 50 Folgen hattet oder so. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt geworden sind. Das liegt daran, dass, wenn ich den mache und irgendwas scanne zum Beispiel, so wie das da, dieses Geräusch, dieses, wurde über den Controller ausgegeben. Und das habe ich aufgrund der Tatsache, dass ich ein Headset auf dem Arsch habe, nicht gehört. Das habe ich jetzt beim Nachhinein durch Zufall entdeckt, als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe, ob alles in Ordnung ist, ob alles richtig aufgenommen hat. Das könnte jetzt sein, dass da ein kleines Echo ist, aber halt immer nur dabei. Das habe ich jetzt aber ausgeschalten. Eigentlich sollte es aus sein. Ich hatte das damals mal bei Infamous Second Son. Da gab es diese Funktion auch. Hatte ich eigentlich ausgeschaltet. Muss sich mit irgendeinem Update von der PS4, weil das schaltest du nicht über Spiel aus, sondern über das PS4-Menü. Beziehungsweise über das Schnellmenü, was ich jetzt nicht aufmachen werde. Damit schaltest du das ein und aus. Und eigentlich war es aus, musste ich aber mit irgendeinem Update wieder eingeschaltet haben. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wenn da ein Echo drauf sein sollte, dann nur bei dem Scanner. Und das ist jetzt auch Geschichte. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ne? Ja, ab Anmoderation, bla bla, Scanner-Ding. Ach ja, und ich habe ja unbedingt gesagt, eigentlich, ich wollte ja unbedingt nach Meridian. Und dann sagte ich aber eigentlich, wir gucken uns vorher hier hinten nochmal um. Aber wir gucken uns hier jetzt erstmal nicht um. Ich will unbedingt nach Meridian. Und da ich es gestern in der Aufnahme nicht geschafft habe, möchte ich da gehen jetzt hin. Wir werden auf dem Weg dahin, werden wir hier so ein paar Sammelsachen mit einsammeln. Werden dann aber straight nach Meridian reisen, weil ich möchte unbedingt, ich brauche bessere Rüstung. Und ich gehe davon aus, da gibt es bessere Rüstung, bessere Waffen und hast du nicht gesehen. Und wir brauchen auch immer noch Energiezellen, 3 an der Zahl. Für die Rüstung, die hier rumhängt, für die Rüstung, brauchen wir auch. Wieso ist der eigentlich ausgeblendet? Das ist aber nicht geil. Ich habe jetzt irgendeinen übersehen vielleicht? Nee, ne? Wundert mich eigentlich, dass es hier sowas nicht gibt, aber ich glaube, die haben diese Bunkeranlagen, Wissenschaftslabor, haben die, glaube ich, nicht in Städten gebaut. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Wäre blöd, wenn ja, aber ich habe ja auch leider keine Legenden oder ähnliches. Also kann das halt nicht sehen. Nee, aber wir werden jetzt wirklich straight nach Meridian reisen.
und halt unterwegs. Also das werde ich noch mitnehmen, das werde ich mitnehmen, das werde ich mitnehmen, das werde ich mitnehmen, das eventuell auch. Wobei das nicht unbedingt, das liegt nicht auf dem Weg, aber das hier liegt halt alles auf dem Weg. Da müssen wir mal gucken, wie weit das weg ist. Wobei das ist Stufe 20, das werden wir wahrscheinlich lassen, aber den hier werden wir noch aus dem Weg räumen, weil hier ist halt ein Durchgangspunkt, hier müssen wir immer wieder durch. Das ist gut, wenn die Zone weg ist. Und ich frage mich halt, ob wir hier, guck mal, hier ist ja so ein Bergpass, ne? Ob wir hier vielleicht auch nach Meridian kommen, ohne hier ran zu müssen. Aber da wir hier eh mit zwei Quests hin müssen und aktuell auch keine andere Quest aufhaben, außer das Jagen, werden wir uns da jetzt flugs hinbegeben. Und ich hoffe, wir schaffen das relativ zeitig. Und ich markiere mal einmal hier die olle Kackblume. Und dann machen wir uns mal auf die Socken. Und wie gesagt, so ungefähr immer, ne? Ab Anmoderation bei circa Pi mal Daumen 30 Minuten und hin und her. Und hast du nicht gesehen? Also nicht wundern. Muss dann halt nur sehen, dass ich rechtzeitig die Folgen beende. Schön, dass der hier unten rumrennt. Ist alles voll Wächter, oder? Eins, zwei. Ah ne, das ist Plünderer. Drei, vier. Und noch ein Plünderer. Was ist das? Ein Breitkopf. Kann ich die brücken? Ich weiß gar nicht. Kommen die aus Sigma oder... Ja, die kann ich auch brücken. Die kann ich zum Writing verwenden. Hier ist auch noch einer. Gut, wir müssen erstmal die Plünderer ausschalten. Dafür müssen wir da aber erstmal runterkommen. Ungesehenerweise. Da ist auch zufällig ein Gebüsch. Wir müssen nur eben warten, bis der da weg ist. Und dann müssen wir uns erstmal die Plünderer holen. Und, wie gesagt, wir versuchen das also relativ straight. Das geht ganz schön schnell. Ja, schreib noch lauter rum. Ist ja nicht so, dass hier einer rumrennt, der uns ans Leder wollen würde. Schön, dass du hier nicht hochkommst. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die wegkriegen. Die beiden Plünderer auf jeden Fall. Ja, die ganz daneben. Den haben wir erwischt. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, ja. Mach mal eben schnell den hier. So. Jetzt gibt es erstmal Attacke Bonanza. Nicht hier, wenn es geht. Bitte nicht hier. Na schön. Ach toll. Ach toll, der hat mich gesehen. Ich sehe gar nichts. Aua. Erstmal alles kaputt schlagen. Hast keine Miete zahlt. Ja. Okay, lief nicht wie geplant, hat aber funktioniert. Wie mir scheint. Hätte aber besser laufen können. Scheiße. Ach, nur weil der nicht abgehauen ist, der blöde Pisser, den ich gebrückt habe. Alles seine Schuld. Soll zur Hölle fahren. Blödes Mistvieh. Aber okay, passt schon. Wir holen uns jetzt gleich das Blümelein. Wir finden in mittlerweile sehr viele Ausbeuterpakete. Gut, dass ich das geskillt habe. Also noch nicht genau, ob das so von Vorteil ist, aber ich denke mal, ne, umso mehr Scheiße wir finden, umso mehr, umso besser. Da hinten ist noch so ein Vieh, das können wir, glaube ich, reiten. So, Blumi. Da ist sie. Das da müsste sie sein. Ja, Metallblume. Die müssten wir auch ohne Probleme jetzt hier bekommen. Wir müssten eigentlich noch an dem... na, sie juckt, an dem Siegezahn vorbei. Entweder das oder wir holen ihn uns. Ich muss gleich mal gucken, wie viel XP wir haben.
Die Muster auf dieser Blume. Ja, ja, kannst du gleich sagen. Was sagt die denn? Funktion war, aus dem Geist einer einzigen langen Rebe erwachsen 100 Anfänge. Funktion war. Das war ich mir gar nicht so ganz bewusst. Seltsam. Das wäre so ein Panzer, ne? Oh, jetzt wird es auch noch neblig. Großartig. Oh, hier ist irgendwas. Guck mal hier. Zwei Panzerchen. Das sind alles Breitköpfe. An den Panzern ist auch nichts. Wer ist er denn? Ein Krieger? Was denkt der denn da rum? Was macht der hier? Zack, alte Trümmer. Hey, was? Was macht der hier? Kann ich mit ihm reden? Ich bin schon seit dem frühen Morgen auf. Ich kann kaum noch denken. Aha. Findest du ja einfach irgendwelche Krieger? Was haben wir denn da? Graser? Findest du ja einfach irgendwelche Krieger? Oh. Hallo? Tja, das ist ja doof, ne? Muss mal gucken, nicht nochmal weh. Fassen, da kommt der nächste. Ich bringe euch alle um, mir ist das scheißegal. Für die Nora. Genau, für die Nora. Der wird auch gleich bösartig. Vielleicht kommt er auch her. Wir können ihn gleich so alle machen. War jetzt so gar nicht geplant, aber ich hab mich eh gerade gefragt, greifen die auch NPCs an? Und ja, sie tun es. Wir haben die Breitmaulfrösche auch mal erledigt. Ja, du bist höchst intelligent. Hey! Ja, muss ich ihm erst einen Pfeil reinjagen oder was? Hallo? Komm her, wenn du dich traust. Oh, der kommt wirklich her. Ah, gut, gut ausgewichen. Aua, jetzt bleib doch mal locker. So, jetzt haben wir Ruhe im Gebälk. Ich mache schon wieder Dinge, die ich nicht tun wollte. Warum hängt denn der Nora-Krieger hier so einsam rum? Erobern wir hier langsam Gebiete, oder? Was ist da los? So, ich wollte nach Dingens. Ich weiß. Wir können rein theoretisch, könnten wir einmal hier spawnen. Weil hier waren wir ja eh schon. War das hier die Weggabelung? Ich glaube wohl, ne? Ja. Komm, ich spawn uns hier mal eben hin und dann holen wir uns die Metallblume und dann geht es weiter in das verderbte Gebiet. Und dann schauen wir mal. Oh. Schön. Was? Bitte. Ich eile. Hilfe. Ich komm. Ich halte nicht mehr lange durch. Alter, was hat er denn? Komm her, du Vieh. Oh, das wird eine laute Sache. Meinst du? Noch was? Wo ist er hin? Da hinten. Was hat er denn? Wer ist er? Ein erfahrener Nora-Krieger. Bist du eine Quest? Was ist los? Ich dachte, du bist erfahren und kriegst es mit dem Vieh nicht aufgenommen, oder was? Gelobt sei die Urmutter. Vielen Dank. Du hast mein Leben gerettet. Ich werde es nicht vergeuden. Ja, kein Ding. Glaube ich. Übrigens schön. Das Feuer ist hier quasi in der Graserzone, die auch nicht eingezeichnet ist als solche. Wir müssen eigentlich hier oben lang. Das Problem ist, hier ist auch noch ein Sägezahn. Und ich sehe gänzlich wenig. Bis gar nichts. Gibt's hier Fisch? Mal so. Wieso kommt der mir denn hier entgegengelaufen und schreit um Hilfe, Alter? Voll der schlechte Krieger, ey.
Vielleicht sollte ich mir den mal markieren. Den auch. Und den? Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Zack. Alle erwischt. Gucken, ob wir die auch rausfischen können. Ich hoffe, gibt es hier... Wir haben ja schon schwimmendes Gezuppel gesehen. Kann ich den so irgendwie? Nee. Ah, guck mal hier. Fischhaut, sehr gut. Da ist der Sägezahn. Ich weiß gar nicht, ob der auch schwimmen geht. Ich glaube aber eher nicht. Den würde ich aber auch gerne aus dem Weg gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß auch noch nicht, welche Stufe der hat. So, wir haben jetzt Fischhaut gefunden, ne? Ich glaube, wir brauchen aber noch Fischgräte. Also, das ist, glaube ich, was Seltenes, wenn ich mich nicht irre. Brauchen wir Fischhaut? Ich guck mal eben. Die war fertig. Fischgräte. Auch fertig. Hier brauchen wir einen Waschbär für. Hier brauchen wir noch einen Fuchs für. Für irgendwas brauchen wir, glaube ich, noch ein Schwein, oder? Fischgräte, okay. Müssen die dann grün leuchten? Fischhaut ist doch viel seltener, oder nicht? Ich würde gerne... Wenn wir gerade hier sind, das bietet sich ja rein theoretisch an, ne? Wenn wir uns die eben ein paar mal holen hier, solange die hier sind. Den. Und den. Zack. 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 So kann man auch angeln, ne? Ich denke mal nicht, dass der Sägezahn hier reinkommen wird zum Schwimmen. Regen hält er anscheinend ab. Die rosten ja anscheinend auch nicht. Ich glaube, die sind aus Edelmetall gemacht. Da könnte eine Fischgräte drin sein. Die Leute migrieren. Das Wetter könnte übrigens auch besser werden. Ach, das sind übrigens... Wenn ich das richtig sehe, sind das sogar zwei Sägezähne. Da hinten stolpert auch noch einer durch die Gegend. Da ist einer. EU 15. Und der andere ist gerade nach da hinten irgendwo abgetaucht. Schön, dass die auch immer paarweise auftauchen mittlerweile. Das hilft mir nicht weiter. So gar nicht. Eine Fischgräte. Wir brauchen aber noch mehr. Ich würde aber mal sagen, wir nutzen jetzt erstmal die eine und bewegen uns dann weiter. Beziehungsweise, ja genau, wir benutzen die eine jetzt und dann bewegen wir uns weiter. Warte, ich gucke eben. Ich weiß, es ist immer nervig, wenn ich hier durchgehe, weil ich immer alles wieder anklicke, weil ich aber leider auch nicht weiß oder mir auch nicht merken will, was jetzt schon gelevelt hat. Reicht überhaupt eine für irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Doch, dafür, für Schleudermunitionsbeutel, okay. Ist das noch irgendwas? Nö. Okay. Zack. Oh, den können wir nochmal. Ein Rattenknochen. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir auch noch Ratten jagen. Das ist ja ganz toll. Okay, ich würde sagen, die Metallblume lassen wir mal erstmal Metallblume sein. Nehme ich den Marker wieder weg und dann munter weiter Richtung Meridian. Erstmal an den Sägezähnen vorbei. Hier hat auch mal ein Fischer gelebt. Oder hier war mal ein Angelplatz, aber anscheinend schon lange verlassen. Ne? Jetzt sind die da. Waren hier vorher auch schon. Die Plünderer sind wieder auf Beutezug. Was? Wo kommt da denn? Oh. Hi. Ich mach die mal eben, ne? Ja, ich mach die mal eben. Ausgeplündert, Junge. Okay, also gegen 2 bis 3 kommen wir, glaube ich, einigermaßen vernünftig an. Oh, kommt denn jetzt? Kommt der denn her? Schnauze, Mistvieh. Noch einer? Wo kam der denn? Ist der gerade im Wasser gespawnt oder was? Merkwürdiges Vieh. Spawnt einfach im Wasser. Frechheit.
Da gab es auch schon wieder was Schönes. Eine Spule mit Schaden. So, dann müssen wir gleich noch wieder ein paar Kräuter einsammeln. Ich denke bei, immer wenn die Plünderer sagt, denke ich an Menschen und nicht an Maschinen, Alter. Voll schlimm. Was ist das eigentlich für ein Kackdorf? Ist es da sicher? Wenn ja, wie lange? Und hier muss ich mich ein bisschen verstecken, meine Maschinen entdeckt. Maschinenareal, Wächter. Ein Moment. Ich hoffe, das war nicht so. Ach, übrigens, ich habe auch einen Hall in der Kommentarspur, ne? Das liegt übrigens daran, dass ich, das da könnte eine verderbte Zone sein, ne? Das liegt übrigens daran, ich lasse mich mal so leicht ablenken, das liegt übrigens daran, dass ich hier ein bisschen umgeräumt habe in meinem kleinen Studio und ein großes Sofa rausgeräumt habe, um Platz zu schaffen für weitere Vitrinen, die aber noch nicht da sind. Und die werden wir dann aber demnächst haben. Deswegen halt das hier im Moment. Ja, sehr gut. Jetzt jagen sie mich. Ja, nicht mehr lange. So. Der ist schon mal weg vom Fenster. Drei Stück sehe ich hier noch. Eins, zwei und drei. Den einen holen wir uns mal. Und da drüben wird die verderbte Zone sein. Ich vermute mal, das wird dieses ehemalige Dorf sein. Das sieht nämlich schon sehr zerfallen aus. So, verschwende ich an den jetzt Pfeile oder mache ich den, drehe ich den um? Ich glaube, ich drehe den um. Guck mal her, Junge. Der ist aber erstaunlich nahe. Das ist nicht so gut. Hoffentlich sieht mich keiner. Zack. So, viel Spaß. Da hinten. Fass. Die sind erstaunlich nah dran hier. Ist schon wieder erstaunlich, ne? Auf der Karte sieht das riesengroß aus. So, kannst du bitte nach da hinten gehen? Weil der bleibt auch nicht ewig auf unserer Seite. Kann ich irgendwo in Deckung gehen? Sieht eher schlecht aus da oben vielleicht. Ne, sieht immer noch schlecht aus. Das ist aber gut schlecht. Gerade. Den da könnte ich erwischen. Das Problem ist, wenn der andere gleich wieder aktiv wird und auf uns losgeht, haben wir ein Problem. Der ruft dann nämlich gleich seine Kumpels. Hier ist echt nichts, wo ich mich verstecken kann. Das ist aber ein bisschen hart. Wieso kann ich denen denn keine Befehle geben? Auf die hetzen. Das geht bestimmt irgendwie. Ich weiß wahrscheinlich nur nicht wie. Weil, als das Tutorial dafür angezeigt wurde, wurde ich gerade angegriffen. Hey. Dieses Mal nicht, Schätzchen. So, der ist aktiv. Und der turnt einfach da hinten rum, der Affe. Der andere kommt jetzt gleich her. Den muss ich erwischen. Den habe ich auch erwischt. Jetzt muss ich den noch alle machen. Bevor der gleich seine Meinung ändert. Schön, dass der da bleibt. Finde ich toll. Sägezahn. Hallo. Oh. Hallo? Dem entgeht nicht viel. Jetzt aber. Okay, ich muss glaube ich mal googeln, ob ich die wirklich schicken kann oder nicht. Ich glaube, ich mache das gleich mal nach dieser Folge, eben schnell. So viel Zeit muss sein, weil wäre blöd, wenn ich das verpasst habe. Das wäre nämlich wichtig. Für mich zumindest. Hat der was Grünes fallen lassen? Hab ich den hier hinten erwischt? Weiß ich gar nicht. Und ein neues Maschinenareal. Und jetzt wird's hell. Ach,
Ach, nee, den habe ich erwischt. Der da hinten war schon kaputt. Habe ich den alle gemacht? Bin mir gar nicht so sicher. So, wir müssen... Ach Gott. Nee. Hä? Flackert das da nur oder ist da irgendwo ein Verderber? Das Verdorbene? Ja. Uha. Guck mal, da hinten ist ein Händler. So ganz alleine. So, wir gehen mal in Richtung Dorf, ne? Beziehungsweise wir versuchen das mal, da irgendwie heil durchzukommen. So durch die Nacht. Ohne, dass mich etwas aufspürt, wenn es geht. Da leuchtet es merkwürdig. Hä? Ist das Ding markiert? Ganz ruhig. Ich bin gar nicht da. Ich will nämlich da hinten. Guck mal hier, das leuchtet. Das ist alles rot. Kann das sein, dass die... dass die Maschinen hier verdorben werden, wenn die da reinlaufen? Ich muss erstmal an den vorbei, um an die hier ranzukommen. Nur ich sehe da leider nichts, wo ich mich verstecken könnte. Das ist schlecht. Ich sehe da zwar, da ist ein Wächter und ein Plünderer. Die sind Stufe 12. Das Problem ist, ich muss an die irgendwie rankommen. Das Problem ist aber, dass die hier sind. Das ist ein problematisches Problem. Ich könnte ja mal einen ranpfeifen. Vielleicht wird der dann aggressiv, wenn ich den gleich brücke. Vorausgesetzt, mich sieht kein anderer hier. Ich tue der mal versuchen. Garantiere aber für nichts. Vielleicht verjagt er hier die anderen Breitköpfe. Ich weiß, wir können, glaube ich, auf dem auch reiten. Na komm. Hallo? Jetzt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Los, brav. So, mein Kleiner. Fass. Fass? Hallo? Fass? Hm, der will nicht fassen. Ich will die Zone ausräubern. Da sind aber ziemlich viele, wie ich sehe. Und die schimmert auch so rot. Das bereitet mir ein wenig Unbehagen. Das ist jetzt blöd. Also das ist wirklich blöd. Was haben die denn für Schwächen? Ich guck mal eben. Vielleicht kann ich die hier... Breitkopf, Mongo, wo ist denn der da? Feuer und Abriss. Lurbel da hinten drauf. Okay, wir können die in die Luft jagen. Ich markiere mir mal ein und jage ihn in die Luft. Hoffe ich. Muss nur treffen. Ja, ja, der macht aber gleich Krachbumm, hoffe ich. Tschüss. Tschüss. Nicht tschüss. Warum nicht tschüss? Hallo? Na, großartig. Ich warte mal. Wenn er gleich hier kommt, mache ich ihn alle. Na, das war wohl nichts mit in die Luft jagen. So viel zum Thema empfindlich gegen Feuer. Wahrscheinlich wieder zu ungenau. Na komm. Wir kommen sehr, drehst dich weg. Noch kannst du dir aussuchen. Ich muss in die Zone. In die. Oh oh. Die Maschine hat mich gesehen. Ja? Ach wirklich. Wer spielt denn jetzt in meinem Team? Der hier? Freundlich. Jo. Okay. Ein zerledert. Die anderen sind abgehauen anscheinend. Das ist schon mal gut. Einen habe ich kaputt geschlagen. Okay. Dann da vorne kann ich mich weiter verstecken. Ich lasse den da mal den da sein, den er ist. Der ist. Den er der ist. Und dann müssen wir gleich erstmal... Ja, ja. Verdorbene Zone. Weiß ich selber. Muss aber eben in Deckung gehen. Und ein Lagerfeuer. Natürlich.
Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Ah. Es liegt in Trümmern. Ja. Hast du sehr gut entdeckt. So, das räumen wir auf, aber Timer sagt jetzt nicht mehr. Deswegen verabschiede ich mich für diese Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie ich hier alles platt mache. Ich bin der Mechaniker. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin raus. Tschüss.